Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Ghost Recon Wildlands, eine Story-Mission, und zwar bis zum Tod aus dem östlichen Bezirk. Und die Mission starte ich neu. Und... Spielchen, ich weiß, dass ihr Kulos da draußen seid und dass ihr hört. Ihr glaubt, ihr seid härter als ich? Dann kämpft Mano Mano, falls ihr Cojones habt. Genau, dann kämpft Mano Mano. Und zwar habe ich die Mission neu gestartet, um sie euch ja besser zu zeigen. Und ich bin hier im östlichen Bezirk in Caimanes Charlie. Habe ich eine Schnellreise hingemacht. Und dann geht's hier zu Los Hombres Jaguares. Das ist die Arena hier in Caimanes im östlichen Bezirk. Eine Arena in einen Taktik-Shooter. Ja, da hatte wohl jemand auf die Vorgaben vom Hauptspiel nicht so richtig Lust. Und zwar wollte ich hier ungefähr die Straße verlassen. Aber dann sehe ich schon einen Haufen feindliche Autos auf mich zukommen. Und dann habe ich hier lieber eine Biege gemacht, sozusagen. Ja, das ist ein bisschen sehr stressig. Ich fahre jetzt hier zum Bosskampf und da muss ich nicht auch noch ein paar Autos im Schlepptau haben. Und dann habe ich mir überlegt, ich fahre hier oben rüber. Um noch etwas einzusammeln, unter anderem. So. Das lasse ich jetzt hier mal ein bisschen schneller laufen. Hier über Stock und Stein musst du gehen, um die Jaguares zu sehen oder so. Okay. Hier geht's ab durch die Pampa. Und warum ich hier auch durch die Pampa fahre, zeige ich euch gleich, wenn ich im Camp ankomme. Aber... Ja, da hört man sie schon rumjammern. Die Santa Blancas, die verstecken sich hier im Wald. Das sind Kartellsoldaten. Wir können sie umgehen oder sie frontal angreifen. Zu spät, deine Frage. So. Und zwar hat man hier eine ganze Menge Zeug. Können wir uns Wohlwollen von den Rebellen verdienen? Das soll ja hier nicht so vergammeln. Und dann werde ich hier auch den Rest des Weges auch nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern bis hier in das Camp, in Los Hombres Jaguares, in die Arena zu Fuß laufen. Das lasse ich jetzt mal kurz schneller laufen. Und dann ist man schon... Okay. So. Jetzt erstmal Minen gleich auswählen. Oder so. Jetzt bin ich hinterm Lager. Ihr seht, hier geht es nicht weiter rechts. Wenn ihr von dieser Seite kommt, kann man nur... So, und zwar kann man hier ganz bequem ins Lager laufen. Und ihr seht, die Markierung, wo man hin muss, ist jetzt rechts von mir. Und um die nicht auszulösen, na, laufe ich mal hier direkt in die Arena. So, hier bin ich angekommen. Praktisch hinten durch die kalte Küche. Nehme ich erstmal C4. Und mache mir erstmal ein bisschen Spaß hier. Ladung ist scharf, in Position. Ich verteile hier erstmal so ein bisschen was. Die Ladung ist scharf. Hab das C4 scharf. So, das C4 ist scharf. Die Ladung ist scharf. Das war ein Rebell, Mann. Oh. Ich dachte, da hier das rote Licht an ist, ja, für Farbenblinde nicht gut geeignet, die grüne Markierung in einem roten Bereich. Nein, ich habe mich irritieren lassen davon.
von, ja. So, und hier oben sind so Käfige und ist auch eine Munitionskiste. Und da verteile ich jetzt erstmal ein paar Minen. Ich lege eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Und zwar mache ich mir sozusagen es ein bisschen einfacher hier in der Arena, weil ja, ich keinen richtigen Bock auf diese geskripteten Wellenbekämpfungsaktionen habe. Dafür sind eher andere Spiele zuständig, die sehr geskriptet sind und auf wellenbasiertes Spielvergnügen gehen. Die sind aber nicht so mein Ding. Und ihr seht, hier ist schon so ein bisschen was verteilt. Das bringt einen so ein bisschen Zeit hier im Spiel. Und ich habe 5 oder 6 Minen, also 2 oder 3 kann ich noch legen. Moment, und ich lege eine Mine. Die lege ich hier vor den Munitionsverschwenden oder hinter den munitionsverschwendenden Rebellen hin, die es toll finden, einfach in die Gegend zu ballern. Haben sie ganz billig eine Atmosphäre aufgebaut hier, oder was? Die haben dann kein Geld mehr gehabt, um hier die Los Extranjeros zu bezahlen, und dann sind sie nicht angekommen. In der Arena! Hier scheiden wir die Schwachen von den Starken! Kämpft und siegt! So. Ihr an den Platz bei meinen Soldaten. Scheitert! Und ihr seid wertlos für mich! Also. Nur Sieg! Sieg oder Tod. Seht euch den Scheiß an. So, und jetzt müssen wir 5 Minuten. Mit Donnerkuppel mitten in den bekackten Dschungel. Ortega wird hart zuschlagen. Also Vorsicht. Genau, wer baut denn so eine Donnerkuppel in den verkackten Dschungel? Aber jetzt haben wir praktisch 5 Minuten Zeit. Also wir müssen 5 Minuten hier durchhalten. Und da ist es natürlich jetzt schon vorteilhaft, wenn man ein bisschen vorgearbeitet hat. So, die Rebellen halten natürlich nicht sehr lange durch. Zeigt ihr nicht, aus welchem Holz ihr seid, Yankees? Da ist auch nicht mehr viel Geballer zu hören. Da sind die Rebellen schon abgekackt, mehr oder weniger. So, jetzt kommen die hier schon überall. Ich habe die Unidad EPK, also die Unidad aus dem Bonusinhalt oder Season Pass müssen wir die auch bekommen haben, zu dem Unidad Outfit, dieses leichte Maschinengewehr, und die haut gut durch. Oh, der hat mich irgendwie nicht gesehen. Da hört man schon Gekrache. Da kommen schon 2. Das war ein Synchronsprung. Ich gebe mir 9,8. So, hier ist die Munitionskiste gleich. Und da kann man sich immer schön bedienen. Deswegen ist das natürlich auch viel, viel leichter hier. Jetzt habe ich den grünen Elefanten in den Arsch geschossen hier. Sieht man jetzt in der Ansicht nicht. Kommen sie wieder andersrum. Ja, hat sie jemanden erwischt. Na, wer wird denn wohl? Granate fliegt. Und dann kann ich natürlich auch mit den Splittergranaten oder mit Granaten um mich werfen, wie ich will, weil ich habe ja eine Munitionskiste. Schabadender! Ja. Nee, so, jetzt. Und dann flitze ich mal schnell hier hin und lege mal wieder ein paar neue Minen. Ich leg eine Mine. Soll ja nicht langweilig werden hier. Oh, da ist schon wieder einer rein. Oh, das war. Na. Boah, Kacke. Ja, hier Boxer Pups im Kettenhemd. Hier ist schon ein bisschen was los.
Boah, da hat man kurz den Elefanten gesehen, den grünen, aber noch nicht so. Oh oh. Das war jetzt auf die Schnelle falsch ausgewählt. Boah, wo kommen denn die auf einmal alle her hier? Ich leg eine Mine. Sekunde. So. Und dann gleich wieder vermeiden, dass sie so von der Seite sich anschleichen. Oder versuchen, so wenig wie möglich hier den Hügel raufkommen zu lassen. Da ist der kleine grüne Elefant aus dem Gebüsch geschnitzt. So. Oh, da hat es jemanden erwischt. Mit der Granate. Gut. Und da scheppert es schon wieder im Karton hier. Noch 3 Sekunden. Oder? Na? Oh, den hat er nicht erschossen. Junge, Junge. Die KI ist manchmal sehr, sehr... Und manchmal ist sie sehr gut. Und manchmal wird es echt knapp. In der Ansicht ist natürlich Wärmebild voll für den Arsch. Wenn man hier kurz vorm Sterben ist, dann leuchtet hier irgendwie alles. Okay. Ja, da war so schnell, die KI. Also erstmal schnell Munition schnappen. Und dann ist die Runde gleich wieder vorbei. Ihr Ghost seid gut. Das war nur das Warm-up. Seid für das Hauptspektakel. Als seht ihr gegen einen Ex-Killer kämpft. So, und jetzt kommen hier sozusagen die Endrunde. Hier sind... Boah. Hier kommen einige von diesen Spezial- oder des Los Hombres Jaguares. Und die haben scheinbar auch einen Jammer dabei, ein Störtrupp. So, erstmal denen was hingelegt. Da kommen sie schon. Boah. Da geschossen. Wie. Ah, das sind hier diese Gepanzerten, die nur mit dem Kopfschuss down gehen. So, ich helfe den mal hier der KI. Wow, Alter. Irgendwie scheiß was im Weg hier. So, erstmal eine Blendgranate wieder. Ja, scheinbar habe ich den Elefanten in den Arsch zerballert, statt durchzuschießen. So, 4 von 6. Einer fehlt noch. Ah, da hinten läuft er. Schicke eine Blendgranate. So, das waren jetzt alle. Jetzt fehlt nur noch der Anführer. Hier ist alles sauber. Hier aus dem östlichen Bezirk, also der Boss sozusagen. Und dann ist die letzte Mission im östlichen Bezirk auch abgefrühstückt. Weil es wird ja gerade hell, ne? Es ist ja gerade morgen, dann frühstücken wir die mal ab. Ansonsten normal, es kann sein, dass hier noch Leute rumlaufen. Aber die sind irgendwie gerade nicht da. Ah, da oben ist was, ja. Okay, beim Boss sieht's ziemlich schön am Leuchten. Ah, okay, da sind noch zu. Da sind viele um ihn drumherum noch, okay. So, und damit das jetzt nicht noch ausartet oder zu lang dauert, ich könnte jetzt abwarten. Also jetzt nochmal für einen neuen Simultanschuss.
dann könnte ich die alle erledigen. Runter. Oder den letzten, der mir noch im Weg steht. Aber das machen wir mal jetzt schnell und schmerzlos. Werfe Blendgranate. Aber jetzt ist er zu weit zur Seite gegangen. Saubär. Genau, und das ist er hier. Ein harter Kerl weniger. Es hätte für ihn nicht anders enden können. Den wären wir los. Ohne Ortega können die Leute in der Region endlich aufatmen. Also Ortega, der Boss de los Extranjeros im östlichen Bezirk, hat gerade den Arsch zugekniffen. Und dafür, also erstmal wechsle ich schnell auf mein Scharfschützengewehr zurück. Hier unten. BFG 50A. Und dann zeige ich euch, wenn ihr den erledigt, was ihr dann noch für eine Waffe bekommt. Das ist nämlich hier die R4. Und die lässt sich auch modifizieren. Es gibt auch eine R4 Extranjeros oder so, aber die findet man woanders. Die ist dann fest vorgearbeitet. Aber hier, ja klar, da kann man sich noch irgendwas draufpappen. Tarnung oder irgendwas. Und dann hat man auch noch eine schöne Knarre, die man modifizieren kann. Und ja, das war die Mission bis zum Tod. Und dann, dann danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch mein Video anzugucken, dass ihr dran geblieben seid. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen oder ein Abo für beides umso mehr. Danke an euch und auf Wiedersehen. Tschüss.